Grüß euch. Heute grüße ich euch aus einem sauber geputzten Sudhaus. Ich bin die Babsi von Breizloh und bei mir erfahrt ihr, was es Neues gibt in der Brauerei, wer bei uns arbeitet und was sonst noch so los ist. Ja, grüß euch. Wie gesagt, das Sudhaus ist sauber geputzt. Danke an unseren Brauer Johannes, der hat das wieder wunderbar gemacht. Es blitzt und blinkt und wir freuen uns, so ein schönes Sudhaus zu haben. Heute gehen wir mal miteinander in den Gärkeller und dann erkläre ich euch genau, was in so einem ZKG passiert und wie der so ausschaut und aufgebaut ist. Also dann gehen wir mal runter. So, und da gehen wir jetzt in den Bierkeller. Nein. So, man sieht schon die zwei ZKGs, das sind diese zylindroponischen Tanks. Die sind jetzt so groß, dass zwei Sud drin Platz haben. Genau, und die sind deswegen zylindroponisch, weil man hier den Konus unten sieht. Genau, in der Mitte steht der Filter, der wird dazu benutzt, das Bier zu filtrieren, aber erst nach der Lagerung. Also, dieser zylindroponische Tank hat zwei Ausläufe. Einmal einen Klarablauf und einmal einen Ablauf, wo die Hefe mit rausgeht. Unten der kleine Ablauf, das ist der Klarablauf. Da steht der Stutzen, ja, so bis ungefähr hier oben drin. Und das sorgt halt dafür, dass sich die Hefe im Konus sammeln kann und man trotzdem aber über den Klarablauf das klare Bier abziehen kann. Genau, und die Hefen erntet man dann eben über den Ablauf drüber. So, was ist noch wichtig bei so einem ZKG? Wichtig ist, dass man weiß, was das für ein Sud ist, wann er gesund worden ist und welche Hefe das da genommen worden ist. Dann ist natürlich wichtig, wenn man die Gärung überprüft, dass die Temperatur stimmt. Hier haben wir jetzt, so, hier haben wir jetzt 10,5 Grad, das ist genau richtig, dass da die Hefen schön arbeiten kann. Genau, und jetzt gehen wir mal auf. So, Treppe. Die Gießkanne ist da, dass man den Boden desinfizieren kann. Schauen wir mal auf. Jetzt sind wir hier oben, wo ich euch vorher gesagt habe. Und in dieses Loch schauen wir jetzt dann gleich rein. So schaut es jetzt aus, wenn ich da davor stehe. Und in dieses Auge da hinten schauen wir jetzt dann gleich rein. Taschenlampe ist bereit. Und ich zeige euch, wie das da drin blitzt und funkelt. So, jetzt schauen wir mal da rein. Und man sieht schon, dass da funkelt und blitzt. Das, was da so funkelt, das sind die kleinen Gasbläschen, die da platzen. Die Gasbläschen entstehen ja bei der Gärung. Durch das CO2 druckt es diese Gasbläschen auf. Und anhand von diesem Platzen sieht man, dass dieser Tank, also das Bier, das da drin ist, sehr aktiv ist und das macht am Brauerherz natürlich große Freude. Genau. So, dann sagen wir auf Wiedersehen. So, das war's dann auch schon wieder. Hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und wenn euch interessiert, was ich bis jetzt so aufgenommen habe, und was man bei mir alles sehen kann, dann schaut da in meine Videos. Abonniert mich, gebt mir ein Like, das würde mich super freuen. Bis bald, euer Babsi. Servus!